Am vergangenen Sonntag starteten unsere Eishackler mit dem ersten Vorbereitungsspiel gegen den ESC Kempten in die neue Saison 2019-2020. Der TSV trat in diesem Spiel noch ohne alle U20-Spieler an, da diese zeitgleich auswärts bei einem Test ran mussten. Die Gäste aus Kempten hingegen konnten aus dem vollen Schöpfer. Kleine Info zum Gegner: dieser gilt als Favorit in ihrer Landesliga-Gruppe auf den Aufstieg in die Bayernliga. Die Eishackler von Anfang an stark aus der Kabine, wollten im ersten Vorbereitungsspiel gleich mal zeigen, was sie drauf haben. In der 5. Spielminute kommt Martin Andre hier an die Scheibe mit seinem Bruder auf den Weg zum Tor, macht selber, trifft das Tor allerdings leider nicht. Nur etwas mehr als eine Minute später sollte dann das erste Erfolgserlebnis für die Hausherren anstehen. Hörndl mit der Scheibe zum Novacek, der zurück auf Hörndl, der scheitert zuerst am Torhüter der Sharks, dann schwingt die Scheibe vor das Tor, dann ist es Neuzugang Lukas Novacek, der dann keine Probleme mehr hat, die freiliegende Scheibe im Tor der Allgäuer unterzubringen. Aus der Hintertorperspektive gut zu erkennen, erster Versuch von Valentin Hörndl, dann springt Lukas Novacek die Scheibe vor den Schläger, 1:0. In den ersten 20 Minuten dieser Partie, die Eishackler, klar die tonangebende Mannschaft, konnten sich immer wieder Torchance kreieren, so wie in dieser Szene in der 10. Spielminute. Er kämpft sich, zinkt die Scheibe, schießt aufs Tor, geht nach, Novacek bringt die Scheibe wieder vors Tor und dann ist es Florian Höfler, der die Scheibe zum 2:0 über die Linie drückt. Erster Versuch von Leo Zink, der ist dann schneller als Danny Schubert und Höfler braucht nur noch einzuschieben. In dieser Phase des Spiels schien dem TSV so ziemlich alles zu gelingen. Eine Torchance jagte die nächste. Hier ist es Maximilian Malzatzki, der einfach mal draufhält. Und wieder schlägt es hinter Danny Schubert im Tor der Sharks ein. Und es steht 3:0. Hier kommt die Scheibe zu Malzatzki. Der hat freie Schussbahn und jagt das Ding in die Masche. Das 3:0 schien den Gästen des ESC Kempten etwas als Wachruf zu dienen. Nun kamen auch sie mal vor das Peißenberger Tor. Hier ist es Nikolas Oppenberger, der an Corbinian Sertl scheitert. In der 16. Minute nochmal die Chance für den TSV. Hörndl auf Morley, aber Danny Schubert kann die Scheibe festhalten. In der 19. Spielminute kamen dann die Gäste zum ersten Mal am heutigen Abend zum Torerfolg. Henkel die Scheibe vor das Tor, der Abpraller landet bei Eugen Schäffer und der lässt Corbinian Sertl im Tor des TSV keine Abwehrchance. Sertl ist die Sicht etwas versperrt, aber die Scheibe sitzt auch genau unter der Latte. Kurz vor Ende des ersten Drittels nochmal eine Chance für die Hausherren. Maxi Brauer von der blauen Linie. Die Scheibe geht von der Maske von Schubert hoch in die Luft und dann auf das Tornetz. Glück hier in dieser Situation für den ESC Kempten. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts die Hausherren weiter mit druckvollem Spiel. Hier kann sich Shamir Bardoch nach einem Fehler im Aufbau der Kemptner die Scheibe holen, legt quer auf Lukas Novacek, aber der scheitert am Quergestänge. Je länger das Mitteldrittel dauerte, desto besser kamen die Gäste aus Kempten ins Spiel. Erst ist es Oppenberger, der die Scheibe ins Drittel bringt. Dann über Patrick Weigand landet die Scheibe bei Samuel Saint-Amour. Der schießt aufs Tor, aber Corbinian Sertl kann die Scheibe festhalten. Kurz darauf die nächste Möglichkeit für den TSV Peißenberg. Höfler mit der Direktabnahme, gut abgewehrt von Danny Schubert. Dann ist die Scheibe frei. Aber schließlich kann der Goalie der Sharks die Scheibe sichern. Zur Mitte der Begegnung schlichen sich dann einige Fehler ins Spiel der Eishackler ein, wie hier in der 30. Minute eine
Ungereimtheit zwischen den beiden Spielern. Dann kommt von Newhook die Scheibe zu Feitl. Oppenberger ist da. Der schiebt die Scheibe vorbei an Corbinian Sertl ein zum 3:2. In dieser Situation fehlt dann komplett die Zuordnung in der Hintermannschaft der Peißenberger. Nur eine Minute später dann sogar der Ausgleich für den ESC Kempten. Oppenberger kämpft sich die Scheibe, lässt sich auch durch dieses Haken nicht stoppen, ist dann allein vor Sertl und lässt diesem keine Chance. 3:3. Oppenberger schneller als alle anderen und dann durch die Beine des Torhüters. Eine Chance auf den Führungstreffer hatten die Eishackler dann doch noch. Der junge Julian Kraus mit einer schönen Einzelaktion, aber Danny Schubert mit einem ebenso guten Save. Trainer Höfler schien die richtigen Worte in der zweiten Pause gefunden zu haben. Die Eishackler jetzt wieder etwas wacher. In der 44. Minute Markus André mit dieser Chance. Aber auch die Gäste aus Kempten machten immer wieder Druck, wie in dieser Situation, in der Andreas Scholz, der seit der 30. Minute das Tor hütete, auf der Hut war. Nur kurze Zeit später die nächste Chance für den ESC Kempten. Andreas Ziegler zweimal mit der Möglichkeit, knapp vorbei am Gehäuse. In der 54. Spielminute dann endlich der ersehnte Führungstreffer für die Hausherren. Brandon Morley treibt die Scheibe mit Tempo nach vorne, legt quer auf Martin André und der lässt Danny Schubert absolut keine Abwehrchance. Wir schreiben immer noch die 54. Spielminute. Novacek bekommt die Scheibe. Novacek immer noch. Novacek hinein ins lange Eck. Zum 5:3. Der TSV Peißenberg hatte das Spiel jetzt wieder in festen Händen. Höfler lässt sich auch durch dieses Foul nicht stoppen, aber von dem trotz alledem gut aufgelegten Danny Schubert. Aber auch Andreas Scholz im Tor, der Eishackler, durfte sich nochmal auszeichnen. Oppenberger nutzt einen Fehler in der Hintermannschaft des TSV. Aber Andreas Scholz ist zur Stelle. Kurz darauf nochmal die Sharks. Michel Maaßen mit diesem Lattenkracher. Das Glück leider nicht auf seiner Seite. Den schönen Schlusspunkt in dieser Partie setzten aber wieder die Peißenberger. Erst dieser schöne Pass und dann spielt Lukas Novacek Danny Schubert einen Doppelknoten in die Beine und schiebt die Scheibe ein. Zum Endstand 6:3. Die Eishackler gewinnen also ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen starke Kemptner mit 6:3. Das nächste Vorbereitungsspiel des TSV Peißenberg findet statt am kommenden Sonntag 17:30 in der Eissporthalle in Peißenberg gegen unsere Nachbarn der EA Schongau.